Wie läuft das heutige Spiel eigentlich? 3-0, 3-0, 4-0, 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 1-0, 2-0, 3-0, 4-0. Das gibt ein Kantersieg! 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 1-0, 2-0, 3-0, 4-0. Das gibt ein Kantersieg! Und der Gegner, der schießt nicht einmal ein Ehrengoal! Wir fangen jetzt jeweils schon vorne mit der Linie ab und dann geht's gerade wieder ihren Strafraum zurück. 0-2-0-3-0-3-Eis Was, jetzt hat sie ein Goal geschossen? 1-0-2-0-2-Eis-2-2 Und unentschieden? Jetzt steht schon unentschieden. Und es geht gegen das Ende zu. Und ich glaube, am Schluss kommen sie wieder in den 90. Minuten ein Goal über und sie verlieren kläglich. Das kann ich nicht mehr zuschauen. Das kann ich nicht mehr zuschauen. Das kann ich nicht mehr. Die ist noch nicht fertig, man kann nicht getrunken werden. Wurst! Wurst! Flügel! Ein Klöpper! Herr Reporter. Von welchem Sender sind Sie überhaupt? Radio 1 sind Sie. Aha. Sind da eine Mucke an Ihrem Mikrofon? Bei mir ist jetzt der Schiedsrichter von dem sehr intensiven Spiel. Sie sind auch froh, dass das Spiel jetzt fertig ist, oder? Es war sehr anstrengend. Vor allem bei der einen Mannschaft hat es einen im roten England-T-Shirt. Und es ist einfach schwierig, mit so Spielern ein faires Spiel zu gestalten. Die haben, mir das Leben schwer gemacht. Aber man hat sich vorbereitet, man hat gewusst, dass bei der einen Mannschaft einer ist mit einem England-T-Shirt. Ich habe mich vorbereitet und habe die Rotkarte eigentlich griffbereit gehabt. Und habe mir dann auch prompt nach ein paar Minuten schon die erste Gelb-Rot gegeben. Ja. Und jetzt werden Sie weitermachen als Schiedsrichter? Können wir Sie nächste Saison auch wieder in der Stadion sehen? Nein, also ich habe jetzt, gerade jetzt, wo ich noch die rohe Wurst habe, es macht mir einfach keine Freude mehr. Es ist ein unfaires Spiel gewesen und ein unfairer Grillmann. Und das ist einfach zu viel. Und danke schon, dass das jetzt mein letztes Spiel war. Wie fühlen Sie sich nach so einem intensiven Spiel? Ja, es war ein guter Tag. Das Geschäft ist gelaufen, die Würste sind weg. Auch das Bier ist getrunken worden. Die Fans haben Durst gehabt. Ist das besser, als wenn es schlechtes Wetter ist zum Beispiel? Das spielt eine grosse Rolle, oder? Ja, das spielt eine grosse Rolle. Es war wirklich gut gewesen heute. Und wie Sie gesehen haben, wir nur zwei Servietten, zwei Bratwürste und einmal Geflügel. Wenn sie noch weg. Ja, ich nehme noch eine mit. Ja. Vielen Dank. Dann stellen wir jetzt noch ein paar Fragen fürs Fernsehen. Mhm. Wie fühlen Sie sich nach so einem auftriebenden Match? Wir haben gewonnen! Wir haben gewonnen! Sind wir etwa mit dieser Distanz zum Mikrofon reden? Können wir es nochmal machen? Wie fühlen Sie sich nach so einem Match? Sind wir die Hände abheben? Wie fühlen Sie sich nach so einem Match? Ja, es ist gut. Die Terve war nicht ganz durch gewesen, allerdings. Haben Sie alle die Goal miterlebt im Stadion? Fast. Können Sie sagen, wie das Goal gestanden ist, wo der eine von links geschossen hat? Dann hat der eine, der rechts war, hat abgenommen. Vielen Dank und zurück ins Studio.